Ein mutmaßlicher sexueller Missbrauch eines 13-jährigen Mädchens im Kölner Agrippabad hat am Sonntagabend einen Polizeieinsatz ausgelöst. Wolfgang Waldes, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Köln, schildert den Einsatz. Wir sind gestern angerufen worden vom Bademeister. Der hat einen Vorgang geschildert. Ein 13 Jahre altes Mädchen ist von 8 Männern angeblich bedrängt worden. Sie haben einen Kreis um das Mädchen gebildet, haben es dann hin und her geschubst, in die Luft geworfen. Und beim Untertauchen hat einer oder soll einer, es ist ein 16-Jähriger, ihr dann in die Bikinihose gegriffen haben. Das Mädchen habe sich bei dem Vorfall am Sonntag im Außenbecken des Bades befreien und den Bademeister informieren können, hieß es. Dieser rief die Polizei, die mit 7 Streifenwagen anrückte und die Tatverdächtigen am Ausgang des Bades festnahm. Sie stammen aus dem Irak, Syrien und der Türkei und sind in Köln und Umgebung gemeldet. Obwohl sich die Tat in einem öffentlichen Bad ereignet haben soll, kam der 13-Jährigen niemand zu Hilfe. Ich möchte in diesem Zusammenhang mal an die normalen Situationen in einem Schwimmbad erinnern. Da werden immer Menschengruppen rumturnen. Da gibt es Leute, die in die Luft geworfen werden. Und man muss jetzt schauen, was ist im Grunde genommen der Spaß und wo hört der Spaß auf. Und das ist jetzt Gegenstand von Ermittlungen. Das heißt, wir müssen jetzt gucken, wie weit sind Menschen darauf aufmerksam geworden. Oder vielleicht war das ein für die Außenstehenden so normaler Vorgang, dass es eben gar nicht aufgefallen ist. Die Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Wolfgang Waldes erklärt, wie man sich als Opfer in solchen Situationen richtig verhält und wie man solche Situationen gar nicht erst entstehen lässt. Das ist einmal, dass man sich dann, wenn etwas passiert, was man nicht mag, eben sehr laut auf sich aufmerksam macht, dass man eben Leute gezielt anspricht, dass man Hilfe ruft, gerade in einer solchen Situation, wo man sich alleine nicht wehren kann. Ja, und ein Tipp für die Eltern natürlich immer schauen, mit wem gehen die Kinder ins Schwimmbad, dann vielleicht auch nicht alleine. Und wir kennen es von früher, dass die Mutter immer gesagt hat, bleib zusammen. Das wäre, glaube ich, das Wichtigste, weil dann kann man sich gegenseitig helfen oder wenn jemand in eine solche Notsituation gerät, eben Hilfe holen.